Morgen, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Ja, heute haben wir einen schönen Tag. Ist noch früh am Morgen. Aber nicht zu trotz, die und die werden heute ein bisschen was unternehmen bei dem schönen Wetter. Mal schauen, vielleicht fahren wir auch zu meiner Mutter, nehmen wir es mit, wenn es Zeit und Lust hat. Trinken wir noch einen schönen Kaffee-Tscherl da in der Früh. Und hinter mir, da brummen die Bienen bei dem Kirschlorbeer. Keine Ahnung, es sind eigentlich keine Blüten drauf, was die da wollen. Aber die werden schon einen Grund haben, warum sie da rumfliegen. Rauch tue ich da aus meiner faulen Jahrespfeife von 2004, müsste das sein, ja, 2004, den faulen Tabak Grand Bass Blend. Da habe ich ja schon öfter gesagt, ich rauche den recht gern. Und jetzt so heraus, wo so angenehm warm ist. Gell, klasse Tabak. Schön mild. Schön aromatisiert. Was schreibt der Faun? Eine milde Tabaksmischung aus Black Cavendish und verschiedenen Virginia-Sorten mit einem perfekt abgestimmten Raffinesse. Für gemütliche Stunden mit angenehmer Raumnote. Verschiedene Schnittbreiten garantieren einen gleichmäßigen Abbrand. Ja, stimmt. Kann man nichts dagegen sagen. Für mich hat klasse Tabak. So, aber wir werden natürlich auch ein bisschen was brutzeln heute. Und die und mir haben uns gedacht, jetzt wir machen mal einen Hackbraten, gell? Aber kein Schnickschnack. Ich habe schon öfter mal einen Hackbraten gemacht, allerdings glaube ich noch nie gezeigt da bei YouTube. Und das werden wir aber nachholen, weil Hackbraten mögen wir eigentlich auch recht gerne. Gell? Und da gibt es ja so verschiedene, einen griechischen Hackbraten, einen italienischen Hackbraten. Also da mit Hackbraten ist ja unbegrenzte Möglichkeiten, da was zu machen. Wir haben uns aber gesagt, wir machen einen ganzen einfachen, aber mit einer leckeren Soße dazu. Und aber ohne Schnickschnack. Gell? Also nur, da kommen Zwiebeln rein, Knoblauch. Und wie gesagt, das, was ich da immer reinmische, ich verlinke euch ja dieses Rezept unten wieder, ist halt so, wie wir es würzen. Gell? Ihr kennt das natürlich so machen, wie ihr wollt, mehr Knoblauch rein oder weniger Knoblauch rein oder gerade so, wie es euch gefällt, da ist bei einem Hackbraten, gibt es halt unbegrenzte Möglichkeiten. Ja. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt im Ofen drin, weil das geht eigentlich recht schnell, da schmeiße ich jetzt den Grill gar nicht an. Kann man den Grill genauso machen, machen wir jetzt im Backofen. Ich denke mal, das ist gerade eine leckere Sache. Wenn ich wieder einen saftigen haben kann, trocknen, dann nehmen wir gemischtes Hackfleisch her, also Rind und Schwein. Und richtig schöner saftigen mit einer schönen Sauce dazu. Gell. Und ja, ich denke mal, das kann eine schöne Geschichte werden. Wir werden uns heute auch Nudeln dazu machen. Da passt aber genauso gut Reis. Spätzle, Knödel, also da könnt ihr dazu essen, was ihr wollt, oder Kartoffeln, Kartoffelpüree passt dazu. Also wir machen uns Nudeln, die saugen die Soße schön auf und lasst euch überraschen, wird bestimmt eine gute Geschichte. Ja, ich rauche jetzt da mein Pfeiferl in Ruhe fertig, wie gesagt, das pressiert euch nicht, für euch ist es da nur eine Sekunde. Lass mir da mein Faunpfeifen mit dem Grand Bass Blend kurz schmecken. Und dann werde ich so gehen in die Küche und legen los. Gell. Bis gleich. So, hier jetzt alles, was man braucht, in die Schüssel geben. Das ist jetzt im Hackfleisch drin: Semmeln, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, sämtliche Gewürze. Das verlinke ich euch alles dann. Und das dann mal jetzt kräftig durchrühren. Durchrühren das Ganze. Ein
So, dann habe ich jetzt das ein bisschen so ein kleiner Brotlaib geformt. Butter rein da, die Form natürlich ausgefettet mit Butter. Und jetzt kommt die bei Umluft 180 Grad einmal eine halbe Stunde unten in den Ofen rein. So, da habe ich jetzt meine Fleischbrühe. Kommt jetzt Sahne rein. Paprika Edelsüß. Ich lasse mir das aufkochen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen einen Soßenbinder rein da. Das müsst ihr so machen, wie es euch am besten schmeckt. Jetzt probiere ich das einmal. Oh ja, brauche ich eigentlich nichts mehr nachsalzen. Super, Soße ist auch fertig. So, der war jetzt eine halbe Stunde im Ofen. Und jetzt immer wieder mit Butter bestrichen. Das ist so eine Soße drüber. Gut. Und jetzt kommt das Ganze nochmal für 15 Minuten in den Ofen. Gleiche Temperatur. So, und jetzt ist er fertig. Riecht er da fantastisch. Und jetzt riecht man einen schönen Teller an. Ja, das schaut doch gut aus. Ach, und riecht er das. Wir haben uns einen Salat dazu gemacht. Ein Glas Weißwein gibt es dazu. Jetzt wird probiert. Ah, ich sag's euch, das duftet. Jetzt probieren wir das einmal. Saftig ist er sowieso, das habe ich schon gesehen beim Raustun und beim Schneiden. Probieren wir es einmal. Ewig. Wahnsinn. Gesoßt. Unbedingt nochmal, Freunde. Salat dazu. Ich weiß, du kommst jetzt gleich. Also, der saftige die Brune allein, aber die Sauce ist der Hammer. Da passt ja natürlich ein Reis dazu oder Spätzle oder ich würde sogar behaupten, Mehl passt genauso dazu. Wir haben uns einen trockenen, kalten Weißwein eingeschenkt, passt meiner Meinung nach am besten dazu. Aber ein Bierchen da genauso gut schmeckt. Ah, Eva, jetzt probiere ich nochmal. Ja, und Den dann? darfst du auch hier. Super. Ja, wir essen jetzt. So schwer es ist, ist auch nicht, dass man da eine Nachspeise braucht, glaube ich. Und hofft, es hat euch taugt, macht es noch. Ich verlinke euch alles unten, das ganze Rezept. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, liked das Video, Glocke drücken und über Abo freue ich mich immer. Und dann würde ich sagen, wir essen jetzt, Hefe. Ja. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.